Hallöchen und willkommen zu einer neuen Session in They Are Billions. Ich habe mich noch mal ein bisschen reingeguckt hier und muss sagen, ja, es ist nicht wirklich vorteilhaft alles hier. Also ich habe ein paar Stellen gesehen, die gefallen mir gar nicht. Die Mauer da zum Beispiel, ja. Die ist unfassbar dünn, aber ich kann hier nichts mehr bauen, weil wir hier am Map-Limit sind. Also das ist sehr unglücklich da drüben, aber es hilft leider nicht. Was ich noch machen möchte, ist jetzt definitiv eine Bank bauen. Ob ich das Gelände einnehmen werde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir gucken. Aber ich habe jetzt generell überhaupt mal, weil ich auch so bezweifle, dass wir mit diesem Spielstand irgendwas überreißen werden. Ich werde einen neuen Spielstand anfangen, definitiv. Und ich habe auch mal geplant, heute eine Mega-Session zu machen. Ich werde hier mindestens 4 Stunden am Stück aufnehmen. Die kann man doch aufrüsten. Ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt, dass das wirklich funktioniert. Das wäre echt cool. Und ja, fürs nächste Mal habe ich mir ein paar sehr wertvolle Tipps parat gelegt. Was ich jetzt vor allen Dingen möchte, ist eine Bank. Das Gold für die Bank hätten wir. Jetzt brauchen wir noch Steine und Holz. Wir sind bei Holz bei plus 16. Ja, das liegt an den ganzen Kraftwerken. Alter, wir haben 7 Kraftwerke. Sniper is ready. Your sniper. Das ist schon dezent lebensmüde. Ja. Aber nur dezent. Okay, wir können eine Bank bauen. Ich weiß nur nicht. Was? Achso. Ja, Moment. So. Ich soll vielleicht den Pausenbutton doch hin und wieder benutzen. Wirklich nur hin und wieder. Ja, das war ja jetzt schon beim Marktplatz so ein Thema. Wo stelle ich das Ding hin? Jetzt haben wir das gleiche Thema wieder. Ist ja ein Traum. Aber was ich überhaupt generell ändern sollte, ist auch die Bauordnung. Ich meine, gut, hier ist es total bescheuert, weil du hast überall diese Eisen- und Steinquellen. Oder Erze. Erzadern, sagen wir es mal so. Es sind Adern. Eisenadern, Steinadern, die deine Baumöglichkeiten hier ganz stark einschränken. Die Mauer werde ich jetzt allerdings nicht wegreißen, oder werde ich die Mauer wegreißen? Ich weiß es nicht. Wenn ich das Ding da unten reinstelle, dann verliere man Nahrung und da bringt es uns auch nicht wirklich was. Wo stelle ich dich hin? Da, wenn die Ballista weg wäre. Vielleicht findet man da noch ein schöneres Plätzchen. Da, wenn die Mauer weg wäre, trifft aber relativ wenig Häuser. Ja, nee, ich würde fast dazu tendieren, die Balliste abzureißen. Hier müssen wir sowieso noch rumbauen, ja? Also dieses dünne Mauersegment wird niemals ausreichen, um die Zombies aufzuhalten. Ich würde auch generell die Ballistas weiter nach hinten setzen. Die sind mir viel zu nah an der Mauer. Wenn sie da durchbrechen, das haben die Spitter gleich, ja. Und was ich tatsächlich ausprobieren möchte, ja, so verzweifelt bin ich inzwischen dann doch. Sekunde. Da so? Oder da unten? Nee, wenn dann schon hier so. Wo habe ich meine Foundry? Da habe ich die Foundry. Was ich jetzt wirklich mal... Ja, Fallen sind scheiße. Benutzt keine Fallen. Jetzt erforscht das doch. Ich möchte es einfach mal ausprobieren. Weißt du, wir wissen ja sowieso, dass wir hier nichts mehr schaffen werden. Sekunde. Aus dem Norden. Gehe ich davon aus, dass die uns hier treffen. Wir haben keinen Stein. Wie viel Stein brauche ich denn da zum Aufrüsten? 20. Okay. Okay, okay. Und jetzt fehlt mir natürlich auch wieder Gold. Ach du Schande. Eisen 30. Okay. Oh, das kannst du vergessen. Also noch ein Executor kriegen wir nicht hin. Was haben wir da an Scharfschützen? 16 Scharfschützen und 8 Bogenschützen. Thanatos. Wir wollten... Habe ich Thanatos-Einheiten? Ich weiß es gar nicht.
Ah, halt. Scharfschützen, ihr erstmal Prioritätssetting. Ihr habt euer Prioritätssetting. Die könnte ich eigentlich noch ganz schnell damit dazu schicken, aber ich vertraue jetzt mal darauf, dass sie es schaffen. Bist du fertig mit deiner Forschung? Nee, natürlich noch lange nicht. Wo denke ich denn hin? Ach du Scheiße, die teilen sich auf. Die werden uns hier treffen und hier. Okay, warte. 20 Steine brauchen wir, ne? Die Türme da vorne aufzurüsten möchte ich nicht. Die werden uns wahrscheinlich einrennen. Den hier könnten wir. Dann haben wir jetzt dafür keine Steine mehr. Das ist blöd. Das ist blöd. Habe ich hier überhaupt Einheiten? Ich habe hier gar keine Truppen. Okay, pass auf, dann schick mir die Scharfschützen. Wo stelle ich die hin? Die stelle ich da so hin. Haben wir da noch irgendwelche Truppen in der Nähe? Die möchte ich ja hier zur Verteidigung dieser Position halten. Die müssen wir dann irgendwann zurückschicken in die Kolonie. Ja, da verstecken sich vier Sniper. Ach, das ist die Truppe hier. Ja, pass auf. Die brauchen wir da unten gerade eh nicht. Dann schicken wir die auch mal da hoch. Ich hoffe, dass sie rechtzeitig da ankommen. Häuser. Nee. Keine Häuser upgraden. Mauern upgraden. Wir müssen hier irgendwie zumachen. Ich will hier zumachen. Es will zumachen, es will zusperren. Kommt schon, ihr Viecher. Wir sollten ja die Sniper noch ein bisschen verteilen. Kommt die da hinten rein? Die kommen da hinten rein. So nah wie möglich an die Mauer ran, dass ihr die größtmögliche Reichweite habt. Bin mir hundertprozentig sicher, dass die sich aufteilen. Hundertprozentig. Nein, 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 da rein, da rein, da rein. Oder kommen sie jetzt doch alle hier oben? Hä? 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 Was machen die da? Schmeißen die sich gegenseitig ins Wasser oder was? Naja, die teilen sich auf jeden Fall auf. Alles klar. Logisch. Scheiße, der. Ja, den Port, den verlieren wir sowieso. Das war zu erwarten. Sag mal, wo kann ich denn die Fallen bauen? Ach, hier! 3 Eisen und 100 Gold kosten die. Wow. Okay. Die haben da oben aufgehört mit ihrer Sterberate. Oha, oha. Könnt ihr noch einen aufrüsten? Das wäre nett. Ja, ich sehe schon, wir bräuchten da etwas mehr Scharfschützen. Vielleicht sollte ich doch mal Verstärkung rüber schicken. Ja, wobei. Wobei. Nee. Alles gut. Alles gut. Alles unter Kontrolle. So, jetzt möchte ich aber trotzdem wissen, was zum Kehrich das da oben war. Ja, wir sollten erstmal wieder alles reparieren. Jetzt will ich wissen, was das da oben war. Da sind ein Haufen Zombies gestorben. Ich habe keine Cheats aktiv. Nur für die Info, dass. Was zum Teufel? Haltet sie auf. Also, ne, ich verwende hier keine Cheats und nichts. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Cheats für das Spiel gibt und wie man die aktiviert. Keinen lassen schon mal. Scheiße. Gibt's doch nicht. Wie sie da immer wieder kommen, diese kleinen Viecher, ne? So, was war jetzt das hier oben? Ja, da ist ein Fettsack. Mach den mal kalt. Lauft weg! Macht ihn kalt, lauft weg!
Alles klar, super Anweisungen. So, jetzt hier erstmal wieder zumachen und dann probieren wir hier auch schon mal ein paar Sachen aus. Geht das da nicht? Ich habe doch da. Ach, da ist keine Baureichweite, deswegen. Wir schauen einfach mal, was es bringt. Weil ich in dem Video gesehen habe, man soll diese Dinger hier so der Reihe nach platzieren quasi. Und jetzt hier außen theoretisch nochmal eine Reihe. Allerdings bräuchten wir dann hier auch die Tower, um uns entsprechend zu verteidigen. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach die nächste Reihe. Weil der Knackpunkt dahinter ist der, dass die Zombies zwar nicht ausgelöscht werden, aber sie werden aufgehalten. Und zwar ganz, 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 ganz effizient. Angeblich. Jetzt werde ich aber trotzdem nochmal in den Pausemodus wechseln. Oh, aber was? Wie haben keinen Strom mehr? Wieso haben wir keinen Strom mehr? Ich habe doch jetzt gar nicht so viel gebaut. Ich habe vielleicht zwei Executor gebaut. Ja, gut, okay, es waren drei, aber komm, drei Executor fressen noch nicht so viel Strom, oder? 8, 16, 24 plus das da. Naja, vielleicht fressen die aber auch schon so viel Strom. Die Bank frisst ja auch noch Strom. Ja, okay. My rifle is ready. Ich sehe es ja ein. So, die Map haben wir größtenteils. Ja, größtenteils. Größtenteils sauber, wollte ich gerade sagen, aber wir wissen ja alle, wie es damit wirklich aussieht. Jetzt schickt mir die Scharfschützen erst einmal zurück. Das wäre jetzt erstmal das Wichtigste. So. Öl komplett weg erstmal. Ich weiß, ich sollte eigentlich auf Thanatos setzen. Können wir die schon bauen? Ja. Okay. Alles klar. Dieses Gebiet. Ich würde dieses Gebiet wahnsinnig gerne einnehmen. So, wir kümmern uns auch gleich um das Energieproblem. Ihr bleibt hier stehen. Die lassen wir jetzt patrouillieren. Die restliche Truppe, genau, die schickt man da hoch, um diesen Perimeter da zu sichern. So, wir haben jede Menge Steine. Das heißt, wir können hier unten auch noch mal diese Gegend sichern. Our forces are in danger. Was? Oh. Warte. Ja, genau. Das sind so ein paar kleine Nachzügler, habe ich den Eindruck, die einfach stehen geblieben sind und nicht überrissen haben, dass der Wellenangriff eigentlich weg ist. Weil ab und zu bei den Horden, die angreifen, da werden diese Viecher auch getriggert, ne? Finde ich etwas seltsam. Aber ja, gut. Wie? Not enough resources? Uns fehlt Holz. Uns fehlt schon wieder Holz. Ich sollte vielleicht ein paar Kraftwerke einreißen und mit Mühlen ersetzen. Das wäre, denke ich mal, das Sinnvollste. So, komm, rennt da hoch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh Gott. Patrouille! Bitte mal da runter. Und dann brauchen wir Holz. Wir brauchen einfach immer noch Holz. So, wie schaut es mit den Verteidigungslinien da oben aus? Da werde ich nämlich auch hergehen und diesen hier machen. Hauptsache, die Viecher werden aufgehalten. Wenn sie da überhaupt angreifen. Das ist ja das Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Wir wissen es nicht. Wir wissen absolut nicht, was hier passieren wird. Häuser. Toll, ich kann ein Haus aufrüsten. Weil uns die Nahrung fehlt. Okay. So, Sekunde. Gleich nochmal weiterziehen hier. Ach, warte mal, das ist ja Gold und Eisen. Ich dachte, wir haben hier nochmal Steine. Da oben sind Steine, aber naja. Naja. Alles nicht so geil hier. Den dahin. Da sind wieder Zombies in der Nähe.